Sehr gut, dann warte ich noch auf den Anruf der örtlichen Bank, des Bankers. Da habe ich alle Unterlagen hingeschickt gehabt zu dem Herrn Müller. Erstmal so eine grobe Auflistung, was wir hier alles haben. Grundbuchauszug und sowas. Mal gucken, wann er sich zurückmeldet. Und ob er sich positiv zurückmeldet. Nur weil das erstmal für mich positiv aussieht, heißt es ja nicht, dass die Bank das auch so sieht. Und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ich glaube, ich hätte tatsächlich nämlich gern diese zwei Flächen hier gekauft. Das ist so eine einmalige Investition. Also auch egal, ob die an eine Agrarholding, wie der Bürgermeister gesagt hat, der Herr Amter geht oder nicht. Mögen wir jetzt erstmal bezweifeln. Aber es ist halt eine gute Chance, direkt am Hof noch ein bisschen Fläche zu bekommen. Ich glaube, so schnell gibt es das im Zweifelsfall nicht wieder. Auch da müssen wir dann mal mit dem Herrn Müller drüber sprechen. Beziehungsweise das mit einkalkulieren in den Kredit. So. Dauert hier auf jeden Fall noch ein ganzes Stück. Wird doch langsam. Stückchen für Stückchen. So, ich muss gleich mal tatsächlich, glaube ich, aussteigen und gucken, wie viel Überbreite ich eigentlich habe, ne? Das wäre auch noch mal interessant zu wissen. Hier steht noch ein bisschen was. Einmal rausheben, umdrehen, so wieder runter, wieder hoch. Da habe ich wohl gerade mal mich völlig verspekuliert. So, jetzt einmal vorsichtig langsam hier lang. So. Das sieht gut aus. Einmal hoch. Ah, wir nutzen einfach die Zeit. Und ja, vieles nicht, ne? Also hier schon. Ja, wenn ich so fahre wie bisher, glaube ich, ist das eine gute Idee. Dann bin ich auf jeden Fall sicher. Telefon, da ist es. Wiesenberger. Guten Tag, hier ist der Müller, der von der Bank.
Herr Müller, ich grüße Sie, ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Ja, soweit so gut. Und Ihnen? Ich muss gestehen, ein bisschen nervös, gespannt wie ein Flitzebogen, aber ansonsten geht's mir gut. Ja. Ja, nein, Weil also. ich denke mal, Sie sind wegen einem möglichen Termin nervös. Ja, genau. Ich hatte Ihnen ja alle Unterlagen geschickt gehabt. Die Auflistung der Fahrzeuge am Hof, eine Auflistung der Gebäude mit ein paar Fotos. Dass Sie das natürlich auch für Ihre Unterlagen haben. Sie haben es ja gesehen, aber alles nochmal die Flächen, den Auszug aus dem Grundbuch etc. Und jetzt bin ich natürlich ja, gespannt, ob Sie erstmal sagen, ob ein Termin für uns zwei zustande kommt oder ob Sie sagen, das macht überhaupt gar keinen Sinn, Herr Wiesenberger. Ja, betreffend der Termin, da wäre ich jetzt zeitlich flexibel. Ich hätte jetzt Zeit, auch später, wenn es sein müsste. Also von dem her. Ja, also wenn Sie mögen, kann ich gerne vorbeikommen. Haben Sie, sind Sie denn im Büro oder? Ich bin momentan noch mit dem Auto unterwegs, also könnte ich auch kurz bei Ihnen vorbeischauen. Also Bin ziemlich in der Nähe. ja, Herr Müller, nur wenn es für Sie passt. Also sonst komme ich auch gerne zu Ihnen ins Büro. Muss auch nicht sofort sein, wenn Sie gerade noch nicht alles vorbereitet haben oder sonst was. Ich bin da sehr, sehr flexibel. Ja, die Unterlagen habe ich mir angeschaut Ja. und schon mal ein bisschen was vorbereitet und auch alles dabei eigentlich. Ah, okay, ja, also wenn Sie mögen, sehr, sehr gerne. Dann können wir uns gerne kurz treffen. Fahre ich zum Hof, setz schon mal Kaffee auf und dann können wir über alles quatschen. Jo, Sprechen. das hört sich doch gut an. Okay, dann höre ich jetzt hier schnell am Feld auf. Fahr nach Hause und dann treffen wir uns dann in ein paar Minuten. Wunderbar, bis gleich. Perfekt, Herr Müller, ich danke Ihnen. Bis gleich. Tschüss. Jo, Herr. Bis später. Bis später, tschüss. So, perfekt. Fahren wir noch schnell die Bahn zu Ende. Das geht ja ruckzuck hier. So, und dann schauen wir mal. Der Herr Müller scheint auf jeden Fall gut vorbereitet zu sein. Auch sehr schnell zu sein. Aber vielleicht hat er auch so einen mobilen Drucker dabei. Das gibt es ja heutzutage auch, ne? Die sind ja mit Akku betrieben, Notebook-Akku per USB kurz angeschlossen. Vielleicht haben die auch sowas. Vielleicht ist die Bank schon modern eingerichtet. So, dann einmal hier vorsichtig. Fahren wir hier kurz zwischendurch. So, einmal gucken. Nicht, dass wir jetzt hier dem Herrn Müller direkt die Vorfahrt nehmen und er so nah um die Ecke war. So, dann. Stellen wir das gute Stück auf meinen Lieblingsplatz. Hier in den Schatten. So. Motor aus. Und laufen schon einmal ins Haus. Kaffeemaschine anmachen. Die läuft. Dann gucken wir mal, ob wir den Herrn Müller schon sehen können. Beziehungsweise ich könnte die Chance ja nutzen. Nochmal schnell die Schaufel anzuhängen. So. Motor an. Wir sehen ja, wenn er auf den Hof fährt. Machen wir noch ein bisschen Hofarbeit in der Zeit. So. Hat die auch letztes Mal schon runtergenommen. Die hing da oben nur noch auf 7:30. Das war mir ein bisschen zu gefährlich. So, dran ist sie. Herr Müller noch nicht da. Dann fahren wir nochmal hoch. So, hoppala. Ne, Rückwärtsgang. Falschen Gang eingelegt. Oh, da ist er schon. Dann lassen wir den hier stehen. Wir wollen ihn nicht warten lassen.
So, wir wollen ja schließlich was von ihm. Herr Müller, ich grüße Sie! Ja, guten Tag, Herr Wiesenberger. Guten Tag, das ging ja schneller als die Polizei erlaubt, hätte ich fast gesagt. Ja, wie gesagt, ich bin in der Umgebung. Ja, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Herr Müller, soll ich schnell einen Kaffee rausholen? Wollen wir hier draußen bleiben? Das Wetter ist ja herrlich. Das kann man gerne machen. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich hole schnell einen Kaffee. Jo, kein Problem. So, einmal die Tasse hier, bitteschön. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. So, Achtung, es heißt gerade erst durchgelaufen, nicht verbrennen. Ja, so muss es ja sein. So gehört sich das. Ich habe gar nicht gefragt. Milch, Zucker. Ohne Zucker nur ein bisschen Milch. Ja, ich hole nochmal schnell Milch. Sekunde. Ja, kein Problem. So, ich habe hier so ein Gläschen Milch. Bedienen Sie sich, hauen Sie sich gerne so ein Schlückchen rein. Sie wissen das am kurz, besten. Ja. Perfekt. Wunderbar. Super. Ja, ich bin immer noch sprachlos, muss ich gestehen, Herr Müller. Wie sieht's denn aus? Haben Sie gute Nachrichten für mich? Genau, Sie haben ja mir Ihre Auflistung von den Gerätschaften und all dem Möglichen geschickt. Ja, genau, alles, was ich irgendwie hatte. Ja, ja, genau. Genau, da kam ich auf einen Wert von knapp 700.000 Euro. Ja. Das heißt, und Sie möchten einen Kredit von 500.000, so genau, wie ich hatte in den Unterlagen steht. Ja, ja, genau. Ich hatte Ihnen geschrieben, ich hätte gerne 500.000. Ich habe auch ja reingeschrieben, ohne Zweckbindung. Ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Ich weiß halt gerade nicht. Wir hatten ja neulich mit den Herrn Amter gesprochen über die zwei Felder. Da würde ich gerne die Chance nutzen und hier ein bisschen Equipment modernisieren. Kann ich Ihnen halt jetzt noch nicht genau sagen, wofür es dann drauf geht. Ne? Also es müsste irgendwie ungebundenes Kapital quasi sein. Oder ja. ohne Zweckbindung hatte ich irgendwie noch reingeschrieben, ne? Genau. Genau. Das bin auf Seite 2, soweit ich das richtig sehe. Okay. Also von dem her, es spielt eigentlich nicht so eine Riesenrolle, für was, dass ich dann das Geld brauchen. Ja. Für mich als Bankberater ist es einfach wichtig, dass ich eigentlich nicht mehr Kredit gebe, als sie überhaupt dann Kapital haben, bisherig. Ja, ja, nee, verstehe, dass verstehe. Dass ich da einfach ein bisschen, klar, Sicherheit habe, dass wenn irgendwas schief gehen würde, dass ich da dementsprechend handeln könnte. Ja, ich verstehe, alles gut, Herr Müller. Also sagen Sie, die halbe Million, wenn ich es verstanden habe, wäre grundsätzlich drin, auch ohne die Zweckbindung oder so, sowas, wie man das nennen möchte. Wie sind die Konditionen? Mit was für Zinsen kann ich rechnen oder muss ich leben vielmehr? Ja, der Zinssatz hängt mehr oder weniger ab auch von der Laufzeit. Ja. Also in wie vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren Sie bereit sind, dass den Kredit zurückzuzahlen. Ja. Je schneller, umso tiefer sind Zinsen. Ja, das verstehe ich natürlich, aber gibt's Sondertilgungsrechte? Also Sie können natürlich auch früher die Kreditsumme zurückzahlen, dann wird einfach sozusagen nur der Zins bis zum Abschluss des Kredites. Ja, dieser Strafzins, ne, den man dann zahlen muss, wenn man früher zurückzahlt. Ja, okay, verstehe. Nee, kein Strafzins. Ach, kein Strafzins, okay. Der Zins geht einfach jeden Tag, jede Woche, ja, so eigentlich in der Ratenlänge. Oder, ja, wenn man so nimmt. Also in, okay, dem Zeitdauer von der Rückzahlperiode sozusagen. Ich verstehe, ja, ja, alles wird gut. Wird es einfach pro Tag immer ein bisschen mehr mit dem Zins. Okay, das heißt, die Zinsen, die bis dahin angefallen sind, muss man dann bezahlen. Ja, ist ja fair, das ist ja, ist ja super. Okay. Ja, ich würde jetzt gern erstmal eine lange Periode gerne nehmen und im Zweifelsfall immer gucken, dass ich wie gesagt, wenn es geht, Sondertilge, so einmal im Jahr kenne ich, gibt es gerne mal die Möglichkeit, so eine Sondertilgung zu machen bis x Euro. Wenn Sie das mit einbauen können, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen teurer wird, das wäre super. Dann würde ich mich auf Sie verlassen, wenn Sie jetzt sagen, naja, 500.000 Euro sind viel.
Nehmen Sie mal lieber 5 Jahre, die Erfahrung zeigt, nehmen Sie 7 Jahre Laufzeit. Ich meine, das sind ja dann schon ziemlich viele Euros, die man im Jahr zurückzahlen muss. Da würde ich jetzt so ein bisschen auf Ihre Erfahrung bauen wollen. Ja, gute Frage. Also, ich weiß ja nicht, womit Sie dann später hier Geld machen wollen mit dem Hof. Ich denke Ja, mal, also anhand tatsächlich. der schon vorhandenen Stellen sicher mal mit Tiere. Genau. Also ich habe gerade 20 neue Schweine gekauft, beziehungsweise Jungtiere, die dann natürlich aufgezogen werden sollen, wenn sie groß genug sind, wieder verkauft werden zum Schlachten quasi, ne kleines Schweinemasttier aufbauen. Das Ganze früher oder später vielleicht biologisch zu machen oder wenn es geht sogar Demeter-Qualität. Ja, die Kühe irgendwie, aber natürlich erstmal ankommen, ne? Erstmal heißt es dann so ein bisschen Geld verdienen. Und da muss man natürlich gucken, was am erstmal den Kredit auch tilgt, sage ich jetzt mal vorsichtig, ne? Korrekt. Genau, aber der große, grobe Plan natürlich Richtung Tiere mit der anschließenden Landwirtschaft, so dass man wenig Kosten hat für Futter oder sonst irgendwie was, ne, sondern viel in Eigenleistung machen kann. Ja, Genau. also ich habe jetzt direkt mal hier auf dem Tablet eingegeben. Ja. Kreditsumme 500.000 Euro mal 1,5% Zinsen genommen pro Ja. Jahr und über 4 Jahre. Das wäre dann eine insgesamte Summe von 35.000. Wenn Okay. Sie theoretisch den Kredit in 3 Jahren zurückzahlen können oder wollen, würde die Summe um 8.000 Euro dann weniger werden. Die Zinssumme jetzt, ne? Genau. Okay, und was macht das denn pro Monat einen Abschlag? Das ist ja auch noch etwas, was man vorsichtig mitberechnen müsste, ne? Zinsen sind ja eins, aber ob ich jetzt, die haben gesagt, 35.000 Euro Zinsen zahle, ne? Auf 4 Monate, also 48 Monate, oder ob ich lieber ein paar Zinsen mehr zahle und dafür etwas weniger Rate im Monat habe, weil überschlagen sind wir bei knapp 11.000 Euro, wenn das mein Kopf richtig rechnet, bei 535.000 durch 48 Monate. Ist natürlich schon eine Stange Geld, ne? Das ist so. Ja. Wenn man da vielleicht auf 60 Monate geht, das sind 5 Jahre, 5 Jahre, dann ja. hat man ein bisschen mehr Zins, okay, aber liegt vielleicht nur bei, keine Ahnung, 9.000, 9.500, irgendwie so im Abschlag, so unter dieser magischen Dann kann ich 10.000 direkt kurz Euro. hier im Rechner eingeben. Das wären dann pro Monat eigentlich 8.977 Euro. Ja, 8.977 Euro unter 9.000 Euro. Ich glaube, das sollte man erwirtschaften können. Ja, und wenn Das sie immer noch mehr erwirtschaften sollen und dann das Geld halt einen Monat für 2 Monate zurückzahlen können, dann wird das natürlich dementsprechend dann auch abgezogen werden und Ja, das. Also, Herr Müller, würde ich gerne so machen. 60 Monate, 500.000. Wenn Sie mir die Unterlagen irgendwie zukommen lassen können, dann gebe ich da gerne meinen Brief und Siegel unter und freue mich drauf. jawohl, das hört sich gut an. Dann bereite ich den Vertrag so vor Ja, im Büro perfekt. und schicke ihn Ihnen dann per Post zu. So Dann können Sie den unterschreiben machen und wir wieder das. zurückschicken. Okay, Herr Müller, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ich freue mich. Ja, danke gleichfalls und Bis die viel Tage dann. Erfolg. Genau, Ja, danke. gleichfalls. Gleichfalls. Bis dahin. Tschüss. Jo, ciao, schönen Tag noch. Dito, tschüss.